Kampfstationen! Auf Position! Gebt mir alles! Alles volle Segel! Alle Segel! Gefechtsstationen! Kampfposition einnehmen! Volles Segel! Volles Segel! Holt euch den Wind! Runter auf halbes Segel! Sie, halbes Segel! Pass auf! Warten! Feuer! Noch nicht! Die haben sich alle Feuer! Drehwaffe, Feuer! Alles da! Mach schnell! Bereit, zack! Los, volles Segel! Jeder Knoten zählt! Volles Segel! Knoten! Halbes Segel! Halbes Segel! Kreuzwinde! Feuer! Sind Feuer bereit! Feuer!
Alles! Volle Segel! Achtung! Bereit zum Feuer! Schieß! Negativ, Sir! Nicht und mit. Feuer! Was hat er diesmal? Lass mal sehen, lass sehen! Will nicht pingelig sein, aber das reicht nicht! Da brauchst du schon mehr!
euch meine appetitlichen Kürbisse an. Die besten Preise in diesem Teil der Stadt. Gurken, Stockbohnen, Zwiebeln, Knoblauch. Sagt mir doch, Sir, mit was habe ich euch getan? Seid ihr betäubt? Was machst du da? Zügelt euch, Wilder! Ich gebe nicht den Laufburschen für Tyrannen. Schändlich! Alles genügend. Nicht du! Eine halbe Krone. Bei Mama. Wild. Gelobt sei das Gott. Schillinge? Haltet diesen Mann! Weg damit. Macht bereit. Ich werde hier nicht warten, um zu sehen, wer gewinnt.
Ich habe die Ballen. Wunderbar. Ich hoffe, es war nicht zu viel Mühe. Dein Ehemann war da und sprach schlecht von dir. Er lief weg, als er mich sah. Oh je, das sieht diesem verkommenen Mistkerl von Mann wieder ähnlich. Wenigstens konntest du mir das Einzige, was mir etwas bedeutet, besorgen. Vielen Dank, Connor. Beendet.
Alles gut, nicht aufstehen. Tada! Nur ein unserer Stammkunden wäre es geladen. Hurra! Hey, das ist ja Geld! Schreck mit euch! Danke Gott! Wo sonst mehr kaufen? Ich habe ja alles. Du entkommst nicht. Verliert ihn nicht aus den Augen. Hübsches kleines Versteck. Auf den habe ich ein Auge. Wozu die schicke Kleidung? Tun wir doch so, als ob das ein Versehen war. Nie damit Korruption und Tyrannei. Sie müssen für ihr Verbrechen wie Sklaven. Liebe Simpsons auf Smithfield, der beste Anbieter von Rindfleisch. Das ist doch. Das ist daran könnte ich mich gewöhnen. Das ist genug.
wieder auszulaufen. Scheint's durstig zu sein. Was spricht gegen ein frisch gezapftes zur rechten Zeit? Gar nichts, Jamie. Nichts. Warum trinkt ihr da nicht mit? Im Moment nicht. Vielleicht später. Ich schätze, ihr habt wichtige Dinge zu erledigen. Ich verstehe. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich kann eine Menge vertragen. Wenn ihr mich braucht, bin ich da, Connor. Hey, Connor. Du gehst es heute locker an? Letztes Mal, als ihr mich saht, lief es etwas aus dem Ruder. Ich bleib heute in seichten Gewässern. Gut. Wo kommst du her? Von hier. Geboren und aufgewachsen. Doch ihr meint wohl etwas anderes. Ich glaube, ich habe etwas fernöstliches Blut in meinen Adern. Sagte mein Vater jedenfalls. Wo auch immer der Bastard sich rumtreibt. Was ist mit deiner Mutter? Die lebt im Süden. Hab sie seit gut 5 Jahren nicht gesehen. Sie arbeitet auf einer Plantage. Kümmert sich um die Sklaven. Sklaven. Darum bin ich fort. Das kann ich nicht unterstützen. Einen Menschen besitzen, das ist einfach falsch. Sie ist anderer Meinung. Also soll sie machen. Ich lebe jetzt hier oben. Ich bin ein Assassine. Das ist meine Familie. Dann tretet näher und ihr kommt auf eure... Du bist ein hartnäckiger Bastard! Der Postmeister möchte die Bevölkerung über einen geringen Anstieg der Gebühren für den transatlantischen Briefverkehr informieren. Schön, dich zu sehen. Hey, suchst du etwas Streit, mein Freund? Schändlich! Alles Lügen! Tu mal so, als sei das nicht passiert. Die Ungerechtigkeit ist ein... Die Lüge zeigt nicht, wie es wird. Ich gebe nicht den Lauf. Niemals. Wir lernen nach. Ich habe Blickkontakt zu meinen alten Nachbarn verloren. So weit, so gut. Mit dir hier geht's mir schon besser. Wie ist es dir denn sonst ergangen? Oh, es geht, schätze ich. Es läuft ja nie wie geplant. So ist das Leben. Ja, ja, wirklich? Was willst du damit sagen? Weißt du, du machst deinen Plan und alles läuft schief und nichts besser. Es ändert sich nur leicht. Klingt, als hättest du eine Pechsträhne gehabt. Das geht vorbei. Auf der anderen Seite des Flusses zu Erdrutschen geführt. Jetzt ist Albrecht, du freiwillige. Was macht ihr denn hier? Meine Treppe fegen, wenn's genehm ist.
Seit wann ist das denn Ihre Treppe? Seit ich sie vor 3 Wochen kaufte. Von wem? Dem Besitzer. Über den Lehrling. Der Besitzer verließ die Stadt. Was geht euch das an? Ich bin der Besitzer! Jetzt nicht mehr. Tut mir leid. Ihr klärt das am besten mit eurem Lehrling. Er ist oft im Pub dort drüben, aber ich schätze, das wisst ihr. Patrick! Lance! Patrick, was erlaubst du dir, mein Geschäft zu verkaufen? Ihr seid doch geflohen. Ich dachte, ihr kommt nie zurück. Da habe ich es einfach verkauft. Mit allem drum und dran. Pech gehabt. Wie auch immer, war nett mit euch zu reden, aber ich muss jetzt. Schönes Leben noch. Schweinerei! Das Werkzeug ist die Braut des Tischlers! Das verkauft man doch nicht! Ich wette, er hat es noch irgendwo. Dann folgen wir ihm. Pass gefälligst besser auf! Braucht ihr Hilfe, um die Ernte einzubringen? Bei Graham und Partner findet ihr seit jeher die fleißigsten Sklaven, die sich geschult haben. Diese Verpackung. Advokaten der Stadt treffen sich am Freitag bei Sonnenuntergang in der Schenke zum Blauen Eber. Alle Mitglieder der Kammer sind herzlich eingeladen. Und sogar eine besonders angriffslustige Katze. Alles versucht, aber nichts davon. Ob ihr ein Farmer mit einer Rekordernte seid oder ein Händler, dessen Lager voll ist, ihr werdet Jansens Transporte zu schätzen wissen. Im Winter jetzt auch mit Schlitten. Sie fürchten, er könnte es nicht schaffen. Eine Lektion sollte das sein. Nachts lade ich alles auf den Kabel und gehe nach dem Kiosk. Vor Monatsende bin ich den ganzen Müll hier los. Na, immerhin etwas. Vielen Dank. Unglaublich, dass er meinen Laden verkauft hat. Ich sehe dich dann in der Siedlung.